Willkommen erneut zurück, Leute, zu Fire Emblem Echoes. Der Seeweg nach Akanea. Hier gibt es noch zwei Ziele, zwei Piratenschiffe. Das sollte keine große Sache sein. Außerdem habe ich richtig viel nochmal trainiert. Meine Güte, Leute, es ist ziemlich viel passiert. Und eine Sache habe ich auch geschafft, nämlich endlich alle 12 Erze zusammen zu kriegen. Meine Güte, das hat lange gedauert. Oh Gott, ey. Aber ich denke, es lohnt sich. Wir schauen mal kurz in die heiligste Halle und geben 12 Sternenerze ab. Mal sehen, was passieren wird. Oho, wie ich sehe, habt ihr alle 12 Sternenerze gefunden. Nun fehlt euch nur noch eine Onyxperle, an die ich sie binden kann. Davon habe ich eine Menge. So vereint können die Erze erst ihre wahre Kraft offenbaren. Erst so können sie sich zum Sternenzirkon verbinden. Onyxperle verwenden, um die Sternenerze in einen Sternenzirkon umzuwandeln? Ja. Dann bitte ich die Sterne nun, ihre Macht zu offenbaren. Sternenzirkon erhalten. Das Teil sieht wirklich genauso aus wie die Sternenkugel, die in Akanea ja ganz wichtig ist. Und jetzt sehen wir uns das Ganze doch auch mal an. Und ich habe vor allem Leute dabei, sodass wir heute auch die Bogenritter-Weiterentwicklung sehen und die Weiterentwicklung des Dunkelkriegers. Ich schätze mal, das Teil ist hier gelistet. Ja, ich habe ein bisschen komisches Zeugs jetzt im Inventar, denn man kann wirklich nahezu alles kriegen in diesen heiligen Hallen und so. Und es lohnt sich enorm. Ich habe auch noch Equipment, das muss ich euch unbedingt zeigen, Leute. Bewirkt enorme Verbesserung aller Fähigkeiten. Das klingt verdammt gut. Das ist ja spannend. Irgendwie sieht man davon zumindest jetzt nichts. Das macht mich aber verdammt neugierig. Oh Mann, was habe ich mir da gerade zusammengecraftet? Okay. Was könnte es damit auf sich haben? Ziemlich mysteriöse Sache. Ich vermute mal, es hat was mit dem Wachstum zu tun. Wenn dem so ist, dann werde ich einblenden, wie sich das genau auswirkt. Jetzt hier, Leute, für alle, die neugierig sind. Denn gerade im Moment habe ich keine Ahnung. Und genau, wenn wir schon dabei sind, tada, oh mein Gott, ey. Genau aus dem Grund habe ich gesagt, gibt Lucia eine Missgabe. Macht ihn zum Dörfler, das passiert dabei. WTF, Leute. Das ist ziemlich krass. Er hat ja ein sehr hohes Fähigkeitsmaximum auch. Und der Zweihänder hat ja diese krasse Fähigkeit, der Tiger, die ein bisschen OP ist, so ganz dezent, fügt Fähigkeitswerte Angriffsstärke hinzu. Ja, ist ein bisschen OP, will ich meinen. Der hat ja jetzt so normal schon einen Angriff von 51, ne? Dann sind wir bei 94 und nochmal plus 5, also 99. Das heilt er ganz normal so aus. Ohne Crit einfach so. Cool, oder? Und dazu gibt es auch noch ordentlich Trefferquote. Ach du Schande. Ja, das ist krass. Das ist ein bisschen krass. Und was ich auch Interessantes gefunden habe, war ganz davon zu schweigen, dass du da drin eigentlich auch Kriegerschwerter und was weiß ich bekommst, meine Güte. Das Sakralschwert, da habe ich auch noch ein zweites bekommen. Das heißt, ich könnte mir jetzt auch ein zweites Mercurius schmieden. Es gibt übrigens auch so die Chance auf Mercurius oder Gradivus oder so auch. Aber die ist extrem gering, unter 1%. Aber wenn man Glück hat, kann man auch das bekommen in den heiligsten Hallen. Also geht ganz oft rein und wieder raus. Vor allem die großen Vasen beinhalten unglaubliches Zeugs teilweise. Ich habe zum Beispiel ein zweites Venusschwert bekommen. Das ist echt heftig. Ein Venusschwert ist eigentlich auch eine der besten Waffen, kann man sagen. Schaut euch das an, hat ja Kraft 10 und in weiblichen Händen praktisch Kraft 20. Das ist schon unglaublich. Dazu noch wirklich gute Skills und die Flexibilität dann eben entsprechend magisch oder physisch anzugreifen. Einfach nur über eine Waffe natürlich grandios gut. Ich habe ein paar Rittertöter bekommen. Rittertode. Und die Kaiserlanze, die ist auch interessant. Ich habe hier eine auch hochgeschmiedet gleich. Die fand ich doch ziemlich gut. Hat Kraft 12, Treffer 90, Crit 10. Bezwinger und Stoß ist jetzt nicht so besonders, aber die Löwengeduld ist wiederum sehr interessant. Mächtiger Hieb, der nach Angriff des Gegners erfolgt. Ja, erfolgt zwar danach, dafür habt ihr Treffer plus 20 und Crit plus 50. Meiner Meinung nach ist es die zweitbeste Lanze im Spiel.
Ich würde sagen, ne? Das ist vor allem für Barone gut, dass die mit Romfire, da sie ja wenig Geschwindigkeit haben, keinen effektiven Drachennebel raushauen können. Die profitieren natürlich von Crit plus 50 ziemlich stark und halten auch viel aus, sodass es gar nicht mehr so schlimm ist, wenn dieser Hieb eben nach dem Gegner ausgeführt wird. Da kann man noch ordentliche Werte rausholen. Hier hat sich nicht so viel getan, ich habe nur einen Meisterbogen hochgeschmiedet und ihr seht schon, Atlas ist ein Bogenritter auf Level 20 und hat seinen Angriffswert gemaxt und seinen KP-Wert auch. Das sind also auch die beiden, die habe ich hier schon dabei natürlich, die wir jetzt entsprechend in die Überklassen transferieren werden. Ich meine, Luffy ist gerade völlig OP. Komplett. Er ist eigentlich komplett broke mit dem Zweihänder, kann man sagen. Ich meine, es ist Irrsinn, was der da einfach für einen Angriffswert rausholt. Ganz zu schweigen davon, dass es natürlich noch eine gewisse Crit-Rate auch gibt, ne? Die bei ihm nicht gering ist, wenn man Fähigkeit 43 hat und noch so viel Glück dazu. Es ist ziemlich extrem. Aber jetzt sehen wir uns die beiden Altare mal an, Leute. Los geht's, würde ich sagen. Altar des Ogers. Das müsste jetzt der Altar sein, der dann für den Dunkelkrieger bestimmt ist. Sehen wir doch mal. Er steht hier zu Ehren eines gewaltigen Riesen. Einer von acht. Mit Geschick im Kampfe verteidigte er das göttliche Gesetz. Nur die fähigsten Dunkelkrieger können seine Gabe empfangen. Oh ja, die fähigsten Dunkelkrieger, da sagst du was. Ich glaube, der ist ein bisschen fähig. So ein kleines bisschen. Altar des Ogers, los geht's. Yay. Und dann steht ja einfach so, das wäre jetzt so einfach so eine Schreckstatue. So total random. Altar des Ogers, ja. Dem Gesellen würde ich ungern nachts im Wald begegnen. Fast was Gesichtsloses wiederum, ne? Wie so ein Ungesicht, aber nur ganz leicht. Egal. Tja, mal sehen. Ich habe keine Ahnung, was eine Yasha bekommt. So heißen die dann also. Der Pfad des Dunkelkriegers höchster Fertigkeit. Okay. Sehen wir doch mal, was dabei rausspringt. Jetzt bin ich doch sehr neugierig. Aber Leute, Lufia ist eigentlich wirklich mit das beste Mistgabelziel, so oder so. Alleine 75% Fähigkeitswachstum halt. Und einen Maxwert von 43, das ist auch was Besonderes. Und als Magier kann das halt gar nicht nutzen, weil Fähigkeit ist für Magier einfach irrelevant, so ziemlich. Leider. Oh, was hat er da? Dreiqual. Schwächt bei Treffern mit einer Chance von Fähigkeit durch 2. Ach, das ist ja nett. Was, jetzt geht's noch höher? Was? Die Basiswerte gehen? Oh mein Gott. Was? Ernsthaft? Ich wusste nicht, dass die Werte noch hochgehen. Ich dachte eigentlich, Werte sind in Echoes allgemein charaktergebunden und nicht klassengebunden. Was? Oh mein Gott. Und schaut euch das allein an. Ich weiß nicht, was Schwächen in dem Fall genau bedeutet. Aber ich meine, Luffy hat, glaube ich, sogar den höchsten Fähigkeitsgesamtwert im Spiel. Allgemein auch. Deswegen erst recht natürlich, ne? Umskillen unbedingt. Es hat auch Bewegung 7. Oh Gott, es geht echt noch höher als Yasha. Was zur Hölle? WTF, dann kann ich ja wirklich die 100er-Marke noch schlagen mit der Tiger. Oh mein Gott. Oh Gott. Es ist einfach so heftig, Leute. Oh shit. Ich habe sowas einfach noch nicht gesehen. Das ist einfach extrem broken. Es ist so verdammt kaputt einfach nur. Dieser Skill mit ihm. Oh mein Gott, die armen Gegner, sie tun mir so leid. Ihr werdet alle vernichtet werden, stellt euch drauf ein. So, jetzt aber zum Altar des Schützen, der ist doch bestimmt auch interessant, den laden wir auch gleich mal her. Altar des Schützen, das wird auch nochmal spannend, glaube ich. Ein vergessener Altar, pipapo. Nur die fähigsten Bogenritter können seine Gabe empfangen. Natürlich, natürlich. Habe ich da einen dabei. Ja, Atlas ist eigentlich auch ziemlich gut als Bogenritter, muss man wirklich sagen. Meine Empfehlung wäre wirklich bei Atlas, wenn man ihn gleich zum Schützen macht, ihn auch wirklich sehr früh schon einen Meisterbogen in Hand zu drücken. Silberbögen und so sind auf Selekas Pfad natürlich auch ziemlich nützlich, wegen den vielen Arkanisten und auch Hexen. Und Kantoren auch. Das ist natürlich immer ganz praktisch, wenn man solche einfach verstummen lassen kann. Aber gerade Atlas hat so früh schon so einen guten Angriffswert mit einem Meisterbogen, da Atlas eben relativ langsam ist im Großen und Ganzen, dürfte er am meisten Effizienz generieren. Oh, ist das etwa... Nein, Moment, was ist das denn nur?
Aha. Anspielung auf irgendwas? Das sieht echt weird aus. Okay. Da bin ich ja neugierig. Mal sehen, was da dazu kommt. Die Bewegung geht sogar um eins nach unten. Titanreiter. Ich weiß nicht, irgendwie passt die Beschreibung vielleicht auch zu Atlas. Ich meine, der ist sowieso so einer, der einfach richtig zuhaut, ne? Der lässt Sven dann richtig krachen. Das auf jeden Fall. Er wiederum dürfte einen der höchsten Angriffswerte, glaube ich, haben. Was zur Hölle? Was? WTF, wie sieht das denn aus? Oh mein Gott. Wieso Laserpointer? Was zur Hölle, ey? Da waren sehr kreativ. Okay, Titanreiter ist auch nicht schlecht. Krass. Okay. Ganz schön böse Sache, ey. Wow, sieht echt übel aus. Reichweite plus 3 hat er dann, oh mein Gott. Ja, und er hat natürlich auch noch einen höheren Angriffswert. Ach, ist das nicht toll? Oh mein Gott. Ach du Schande, Leute. Ja, das sind ein paar krasse Sachen. Da passt der Begriff Überklasse auf jeden Fall. Wohl auch über Charakter. Oh, da freue ich mich jetzt. So richtig Piraten vermöbeln. Holy shit, die armen Piraten. Oh mein Gott. Sie tun mir echt leid. Auf geht's. Machen wir sie fertig. Seeweg. Akanea 4, die Schlacht. Oh mein Gott. Oh, er hat eine Drachenschuppe dabei. Stimmt ja, ich kann mir noch ein Drakoschild übrigens craften. Ich habe nämlich 4 Drachenschuppen schon zusammen. Ja, das könnte ich auch noch machen, klar. Auch noch gar nicht dran gedacht. Könnte ich euch auch noch zeigen. Aber mir ist aufgefallen, ich muss ja sowieso noch die Amiibo-Dungeons zeigen. Das habe ich ja auch nicht gemacht, ne? Ich habe ja den Olm und Celica Amiibo. Ich habe mir die Special Edition geholt damals. Und dementsprechend gibt es da natürlich noch 2 zusätzliche Dungeons darüber. Darf man nicht vergessen. Die will ich mir selbstverständlich ansehen. Gehört mit dazu. Oh mein Gott. Schaut euch das nur an. Wer will einen Zweihänder abbekommen? Wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Oh Gott. Es ist einfach nur brutal. Ach ja, und Cliff mit seinem Eilering ist übrigens auch lustig. Geschwindigkeit 50. Ja, man sieht schon, ne? Training zahlt sich aus. Aber ich frag mich gerade wirklich, wie ich weitergehe. Ich glaube, ich teleportiere ihn einfach rein und lass ihn mal ein bisschen aufräumen, oder? Wollen wir ihn einfach mal ein bisschen in Aktion erleben? Yo, das machen wir so. Klingt eigentlich ganz gut. Viel passieren kann ihn da nicht gerade. So, ich könnte ihn rüberporten, aber ich glaube, ganz im Ernst, Leute, fangen wir doch direkt an mit einem Magieschild sogar, um das Ganze nochmal zu übertreiben. Das wird lustig, glaube ich. Na, hau drauf. Oh, yes. Das ist brillant. Ha. Und dann kommt er rüber. Magieschild ist auch krass, plus 20. Ist übel. Oh, yes, jetzt wird's lustig. Vielleicht gleich mal auf den Kantor eher sogar. Jo, ich meine, wir haben wenig zu befürchten. Oh, das müssen wir uns ansehen. Der Tiger. 99 und Treffer 100. Und Crit 56 noch dazu, jawohl. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh shit. Vor allem, es geht ja auch allgemein nur bis 120. Ne, wow, hat er viele Erfahrungspunkte bekommen. Krass. Heftig. Hm, mit Leuten wie Cliff sollte ich vielleicht sogar etwas zurückhaltend sein in dem Fall. Auf der anderen Seite, ich kann auch sowas... Hey, ich kann sogar Lemmageddon reinhauen. Ich will ihn dann eigentlich nur rausretten, ganz im Ernst. Dann machen wir das einfach mal so. Ah, Sakital. Reicht nicht mal ganz, aber die Crit-Chance ist recht hoch. Also probier's ruhig. Oh, schade. Na, tut das weh? Wie seltsam aber auch. Oh, jetzt ist hier ein bisschen der Platz versperrt. Aber es lässt sich schnell ändern. Bitteschön.
Das ist auch nicht unbedingt schlecht. Aber das hier, Leute, wow. Crit 65. Das wird brutal. Wie sieht das jetzt aus? Show some respect. Oh mein Gott. WTF. Und ein Schuss reicht aus von einem Pfeilsturm. Übel. Yay, eine weitere Drachenschuppe. Cool. Das freut mich. Du bist ja relativ resistenzstark. Du kannst eigentlich auch einfach rein. Wie krass haut der Typ zu? 30. Kümmert uns das? Ne, kümmert uns eigentlich nicht. Hau drauf. Lass es krachen. Yay. Claire ist übrigens mittlerweile auch eine Mistral. Und ich glaube, Claire wird auch nochmal richtig abgehen, wenn die dann als Mistral noch levelt. Bei Emma gefällt mir fast alles, nur der Angriff sollte echt mal ein bisschen wachsen. Das ist ein bisschen schade. Da sollte sich einfach mal ein bisschen was tun. So, du bist natürlich auch extrem stark. Ich stell dich einfach mal dahin. Wobei, deine Resistenz ist nicht ganz so toll. Sind wir mal ein bisschen vorsichtiger, oder? Du stellst dich dahin, dann heilen wir erstmal Cliff. Ich spiele trotzdem noch safe, einfach. Muss so sein, ha? Huh? Dann sehen wir doch mal, was da oben passiert. Och, wie putzig. 27 Angriff, ich habe eine Rest von 36. Und halbier trotzdem noch den Schaden. Zwecks Dunkelkrieger-Skill. Und ihr trefft mich ja nicht mal. Ah ja, das habe ich mir schon so gedacht. Ist immer Feuer zum Kontern eingestellt? Hat das Hundert nicht immer. Aber okay. Ich könnte auch wunderbar mit der Fähigkeit erneut arbeiten von Faye. Das wäre in dem Fall auch nicht unbedingt schlecht. Aber so oder so, wir marschieren da jetzt einfach mal ganz radikal durch. Naja, die sind dann doch ein bisschen robuster gebaut, als man denkt. Aber da kommen wir trotzdem spielend durch, oder? Ja, critte ruhig. Es ist unnötig. Die armen Gegner. Was tut ihr nur alle? Ist ja schrecklich. Achso, oh, das war jetzt eigentlich ungeplant. Das wollte ich so nicht organisieren. Hau mal dein Sagittarius da drauf. Daneben. Und bitteschön. Die volle Portion für dich, Freundchen. Oh Mann, ich kann es kaum erwarten. Wie hoch ist jetzt eigentlich das Limit bei den anderen gestiegen? Das wundert mich so ein bisschen. Ich wusste echt nicht, dass die Überklassen nochmal andere Limits kriegen. Da hatte ich keine Ahnung. Es ist aber mega cool, dass das wirklich so ist. So, ein Teleport für Alm. Gehen wir einmal da rein. Los geht's. Und wir könnten es natürlich auch noch auf einen Crit anlegen, wenn wir möchten. Irgendeiner, der recht schwach hier ist ansonsten. Ne. Dann probieren wir es einfach mal. Ich glaube, hat dieser Kralanz jetzt mehr Crit? Ja, schon, natürlich. Habe ich also doch recht. Das war ja letztens mal die Frage. Oh. Da habe ich mir ein wenig mehr erhofft. Egal. So, jetzt regelt als nächstes mal der Meisterbogen, will ich meinen. Oh, ich kann noch eine andere raffinierte Strategie machen. Moment. Ja, das sollte funktionieren. Eine Rettung für Faye. Bitteschön. Hierher. Kommst du zur... Ja, du kommst zu Luffy. Ja, ich hab's mir gedacht. Perfekt. Aber jetzt erstmal... Moment. Schön so verteilen. 100%, das ist in Ordnung. Da brauche ich gar nicht erst zur Fähigkeit zu greifen. Wir können natürlich auch critten, das geht immer. Ganz schön verrückt. Was hat er denn nur für eine Apparatur an seinem Bogen? Das sieht echt übel aus. Ach, das ist doch, das macht doch keinen Spaß. Hauen wir den Tiger raus. So. Da weckt jemand den Tiger in mir. Rums. Das war's mit dir. Oh yeah, 21 Erfahrungspunkte wieder und ein Level up. Ah. Wer sagt's denn?
Ah, okay. Angriff hat er jetzt schon gemaxt. Interessant. Du bist gleich jedenfalls nochmal dran. Habe ich mir so überlegt. Bitteschön. Wofür hat man denn diese Fähigkeit? Muss man auch nutzen. 101, Leute. Wir haben halt echt den dreistelligen Bereich mit einem normalen Angriff hier gebrochen. Also halt mit dem Tiger. Ein Angriff über 100 Schaden ohne Crit, meine ich damit. Das ist schon brutal. Mein Gott. Ist das böse. Okay, und du kannst jetzt hier nochmal mit Fälschen finishen. Na, ihr armen Gegner. Mensch, All muss auch noch übertreiben. Rums. Oh Gott, oh Gott. Es tut mir so leid. Arme Gegner. Das war eine Abschlachtung. Aber es ist noch nicht ganz vorbei. Du, ach so, wir haben noch einen... Ah, perfekt, dann machen wir das so. Wir plappern mal. Wunderbar. Shade, pray, did you relish the super ration ball I gave you? Relish? No. No, I wouldn't say that at all. It was bad, Yuzu. Super bad. Do you mean bad as in good or bad as in bad? Bad as in almost shocking in its terribleness. Fie. Whatever did I do wrong? It's like you took a regular ration ball and drenched it in some caustic brine. Dare I ask about the secret sauce? I used the oranges that grow around here. Lots and lots of oranges. Ugh, bad idea. Why is that? Well, okay, it's not a terrible idea, at least not on its face. And the sourness does counter some of the ration ball's other, qualities. But you need to strike a better balance. I suppose the original recipe was well thought out in that regard. Ugh, I give up. Oh, stop. Oranges have other benefits, you know. They're good for the skin. And yes, I know I said it was a bad idea. But let me revise that to a good idea, which was poorly executed. Oh, do you mean it? Yes. Just maybe use the oranges for something else. Like, instead of eating them, slice them up and make a face pack. A face pack? What is that? It's a beauty treatment I picked up in a country I once visited. You take fruit or vegetable slices and put them on your face. They clear up blemishes on the skin and make it more supple. Fie, it sounds like witchcraft. Does it work? It works very well, thank you. If you've never tried it, I could make you one. Nay, I've no need for vanity so long as I have my sword. You see, it's that stubbornness that keeps you from making a good recipe. It is not! We are going to make face packs together. End of story. Got it? Oh, very well. But only because you demanded of me. Okay. Wieder ein typischer Dialog bei den beiden hier. Reden schon wieder über so wirres Zeugs. Ach, ich kann eigentlich auch sie einfach mal nach oben schaffen. Das geht natürlich auch. Ich will noch mehr Action sehen hier. Bitteschön. Gehst da rüber. Zeit für einen weiteren Tigerangriff. Oh mein Gott. Armer Mogal. Sprich dein letztes Gebet. Vor allem, wie er dann einfach noch drinnen crittet. Das ist schon hart. Das ist schon richtig hart. Einfach noch eiskalt einen Crit raushauen. Wie viel Schaden ist das? Es muss absolut krass viel sein. Also ich meine, klar, bei 120 ist leider die Spielegrenze, aber der theoretische Wert, der darüber hinausgehen würde, der ist schon interessant irgendwie. Gleich zum nächsten Seeweg, dass das mal endlich zu Ende ist. Oh, auf einem Schiff. Oh, Moment, was haben wir denn hier alles? Mehrere Dagons mit Golddukaten und Filet und so. Schick. Also Dagons habe ich im Heiligtum bereits gesehen. Da können die nämlich auch auftreten. Oh, das ist ja cool gemacht mit den Wellen. Gefällt mir ganz gut. Und Finstergoyles haben wir. Ja, mit denen sollten wir schon klarkommen, denke ich mal. Zwei Drachen werde ich sofort erledigen mit meiner Yasha.
Ja, das ist ein ganz guter Plan, glaube ich. Was mit Cliff? Ich meine, wie resistenzstark seid ihr? Oh, es geht, aber ihr seid auf keinen Fall diesem Angriff gewachsen. Das schafft keiner, glaube ich. Ah, eine Hexklinge dürfte ganz mächtig sein. Oder auch Schwertmagie. Sind auch schöne Optionen in dem Fall. Ja, das dürfte fabelhaft funktionieren. Das machen wir so. Legen wir direkt los. Tun uns keinen Zwang an. Easy pickings. Na dann. Du glaubst doch nicht, dass dir diese lausige Defensive hilft gegen sowas. Oh nein. Übertreib nur. Ist das verrückt? Vor allem, alter Schwede, die geben ja noch mehr Erfahrungspunkte. Krass. Beschwer dich nicht. Es geht noch höher, echt? Verrückt. Ich glaube, ich spinne. Ah, Moment, das wollte ich mit der Hexklinge machen. Jo, das machen wir auch so. Oder eventuell einfach mit Schwertmagie. Zwei Angriffe brauchst du nämlich schon. Oh, Hexklinge geht nicht ganz, ist schade. Aber das hier reicht aus, dass zwei sofortige Angriffe sind. Ne? Schwertmagie habe ich noch nicht großartig eingesetzt. Ich glaube aber, es ist aufeinanderfolgend. Egal, ich habe ein Zeitenrad, dann kann ich das nämlich gleich mal sehen. Schwertmagie habe ich noch nicht großartig genutzt, nämlich. Ja, sind zwei aufeinanderfolgende, genau. Direkt. In einem Move. Perfekt. Wow. Toll. Ein Verteidigungspunkt, aber hey, was soll's. Stimmt, und der hat ja mittlerweile als Imperator auch eine größere Bogenreichweite. Das ist natürlich wunderbar. Ich glaube aber, ich hau schnell eine Allgewalt drauf. Das regelt die Situation auch ganz gut. Tja, los geht's. Du armer Mogal. Tut mir leid. Eigentlich nicht, vergiss es. Bitteschön. Mogals sind furchtbar. Niemand mag Mogals. Also damit können wir auch massiv austeilen. Oh ja, gleich mal mit dem Meisterbogen drauf. Perfekt. Das löscht ihn sicher aus. Sowas von sicher. Verrückt, oh Mann, ey. Alright. Leave them all to me. Ah ja, der Angriff ist auch wieder gemaxt. Alles klar. Na dann. Wird es, denke ich, Zeit für eine Stärkung erstmal. Da drüben können wir leider nicht so viel machen. Ich weiß nicht, ob ich dich sicher rausschicken kann. Ich meine, du hast aktuell 24 über deinen Rumpfeier. Ah, perfekt. Das reicht ja gerade so aus. Das ist sogar sehr gut. Ich überlege gerade. Die machen 21 Schaden. Sensor wird nicht extra berechnet, ne? 21 gegen DAF 18. Ja, schicken wir dich nach draußen. Das ist in Ordnung. Das ist eine sehr sinnvolle Sache. Und nebenbei wollen wir noch einen Lemmelgatton raus. Mal sehen, was wir alles rausbeschwören. Oh, Nekrodrache. Cool. Und zwei Zombies. Schön. Einfach nur schön, oder? Ah, perfekt. Und noch ein Level up. Stimmt, viele waren bei der 99er-Grenze. Gut, sehr gut. Du warst eigentlich auch kurz davor, aber mir fällt gerade keine gute Verwendung ein. Fugativ. Von mir aus machen wir das so. Bitteschön, aber das hat nicht ganz ausgereicht. Egal. Wir gehen da weiter. Und dann sehen wir doch mal, wie sich die Situation entwickelt. Putzig. Wie die Sense da rumliegt. Mensch, wenn man selbst Sensen auch noch benutzen könnte, das wäre cool. Oh, haben die besondere Sensen? Ich habe gerade gesehen, da war ein Status-Effekt anscheinend, der gewirkt hat. Das gefällt mir nicht. Ah, perfekt. Critter ein bisschen, Emma. Das ist gerade eine sehr gute Gelegenheit, dass du auch noch ein bisschen Erfahrung sammelst. Sehr schön. Einfach mal den Luftraum kontrollieren. Jawohl. Auch dieses Rumpfeier wird noch hochgeschmiedet. Ich
könnte auch mit den ganzen restlichen Rittertöten eigentlich jede Pegasus-Schwester auch noch mit Rumfires ausstatten. Für maximalen Overkill. Das ist ja auch ungefähr so gut wie der Tiger, kann man sagen. Weil ich würde fast sagen, der Tiger ist noch ein Tick besser, weil er einfach so extrem treffsicher noch dazu ist. Hat noch ein Quäntchen mehr Treffsicherheit. Oh, auch ganz nett, okay. Aber leider kein Angriff, das gefällt mir nach wie vor nicht. Ja, der Nekrodrache wehrt sich hier. Oh, schade. Sind halt immer noch schwache Illusionen. Aber was soll's. Blöd, dass ich hier nichts machen kann. Hey, Moment, warte, was war's? Du hast doch irgendeinen anderen Statuseffekt. Stopp, Moment. Das ging jetzt zu schnell. Du konntest dich ja bewegen. Bist du nur irgendwie eingeschränkt? Ach, verzaubert. Ach so, Magie oder Teleportation ist nur eingeschränkt. Kreischen ist das, oder? Ah ja, okay, das ist... Ist das neu? Hatten die das vorher schon? Witzigerweise kann ich immer noch Fähigkeiten wie Hexklinge einsetzen. Und Hexklinge ist ja sozusagen magisch. Wenn man so will. Aber hey. Bitteschön, weg mit dir. Alles keine Herausforderung. Ich meine, das Team hat's auch einfach nur drauf. Da kommen wir so nicht schnell genug runter. Machen wir das erstmal so. Bitteschön. Ha. Oh je. Die armen Gargoyles. Ist ja ein steiniger Weg für Gargoyles. Könnte man sagen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Du wirst sie rüber teleportieren. Sie benutzt erneut. Haut das überhaupt hin? Ich überlege gerade. Kannst du ihn noch direkt rüber teleportieren? Das geht, wenn ich das so rummache, weil Teleport hat auf jeden Fall eine größere Distanz, das weiß ich. Deswegen mache ich das jetzt so. Tatianas Teleport ist, was das betrifft, ziemlich mächtig. Bitte schön, nach drüben mit dir. Halt, Moment. Ich Idiot, das konnte ich erneut nicht mehr einsetzen. Ich hätte es mit Shademan dann machen müssen. Genius. Einfach voll die Taktik falsch herumgespielt. So rum war das geplant, Mensch. Das gibt's doch nicht. Was mache ich eigentlich? Das kann man gar nicht großartig skippen, egal. So, jetzt aber. Meine Nerven. Tja. Reihenfolge, ne? Auch was Wichtiges, manchmal. In bestimmten Szenarien. Erneut. Eigentlich ist das nicht so wichtig, aber hey, es spart einen Zug. Wir kommen noch weit genug. Ja, richtig. Selbstverständlich kommen wir weit genug. Ja, Critic, es gibt das ganz im Ernst. Ich glaube, das Endergebnis ist nicht weiter überraschend. Und du sammelst ein bisschen Erfahrung mit Rumfire, dass du auch bald mal mit Drachennebel abgehen kannst. Auch wenn das sehr lange dauert, das Training mit Rumfire ist ein anstrengendes Training. Aber das stört mich nicht weiter. Der Seeweg wäre überwunden, so wie es aussieht. Furiahafen. Wir sehen uns direkt mal ein bisschen um, oder? Willkommen in Furia, Hafenstadt am nördlichsten Ende Akaneas. Dank euch konnte ich sicher und wohlbehalten nach Hause zurückkehren. Ich muss mich einfach bei euch erkenntlich zeigen. Bitte nehmt dies als Lohn für eure Mühen. Oh yes, 3 Golddukaten. Woo! Neuer Ruhm. Und nun will ich mich empfehlen. Auf ein Wiedersehen, Freunde. Händler aus Akaneas gegangen. Wer steht hier denn alles rum, hm? Es gibt eine Sage, die man sich bei uns erzählt. Dass ein böser Gott aus dem Westen alle Menschen vernichten solle. Wie bitte, ihr kommt von Westen? Aber ihr seid ja ganz gewöhnlich. Bei Leuten aus dem Westen denke ich sofort an wilde, blutrünstige Barbaren. Ja, seid ihr freundlich. Die Stadt Furia ist nach ihrem Gründer benannt, einem stolzen Helden. Furia? Ich überlege gerade. Fällt mir spontan nicht ein, ob es einen Zusammenhang gibt. Jenseits des Berges liegt ein Ödland, das wir die Wüste Marmortod nennen. Dort liegen die Ruinen einer uralten Stadt namens Tarbes.
Tabas war einst so groß, Wortevermögen ist kaum zu beschreiben. Doch der Zahn der Zeit ist grausam, die halbe Stadt ist vom Sand verschluckt. Ja, Marmortod ist mir durchaus ein Begriff, so oder so. Oh, das ist aber eine dicke Katze hier, ha? Oh, da war ein Dagonfilet, okay. Oha, habt ihr die Katze gesehen? So langes Fell haben sie bei uns nicht. Ist durch den Winter kommen. Stahllanze, sehr schön. Aber ein netter Ort. Hat eigentlich auch was. Ich versuche wohl besser, mir hier keinen Ärger einzuhandeln. Ach ja, der Kopf voller Fische. Genialer Fang. In Fischerhafen scheint das gut zu gehen. Wir sind jetzt also wirklich in Akanea. Irgendwie schon crazy. Hey, hier ist eine Statue der Mila auch einfach so. Aber interessant. In Akanea. Kleine Details sind anders als bei den Statuen aus Valentia. Spannend. Im Ort steht eine Statue der Mila. Wird sie auch angebetet? Spannend. Spannender Gedanke auf jeden Fall. An und für sich. Ich meine, eigentlich müsste mehr an Naga glauben, direkt, wenn dann. Ein schwarzes Brett. Am schwarzen Brett sind mehrere Zettel angeschlagen. Und ein Bier liegt hier einfach mal rum, jawohl. Und ein Stahlschild. Ist zumindest ein bisschen was wert, ich brauche ihn eigentlich nicht wirklich. Auf dem Hauptplatz herrscht geschäftiges Treiben. Reden wir mal. Viele hier verkaufen Schätze, um sich ihr Brot zu verdienen. Ein Haufen Plunder aus den Ruinen von Tabes findet so seinen Weg in die Welt. Tabes selbst zieht Glücksjäger aus Akanea in Scharren an. Doch nicht wenige finden dort den Tod. Das ist der Preis der Habsucht. Übers Labyrinth unter Tabes erzählt man sich so einiges. Je tiefer man vordringt, desto seltener und kostbarer die Schätze, heißt das. Natürlich wird das Unterfangen dabei auch gefährlicher, das steht fest. Alle reden über Tabes. Tabes, 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 ja? Keine Sorge, da werde ich schon auch hingehen. Aber Tabes wird so die Endstation für uns sein im LP, das ist schon klar. Gibt immer noch viel zu tun davor. Hier könnte ich wieder Dinge hochschmieden, ein Traum. Und hier ist vor allem gleich alles zusammen in diesem Dorf. Perfekt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben wirklich alles. Eine Mila-Statue, eine Schmiede. Mehr braucht man nicht. Dann ist man glücklich. Ausgezeichnet, Leute. Das ist doch ein guter Punkt, um hier das Ganze zu beenden. So, ich habe ja schon gesagt, für das nächste Mal, wir haben jetzt, Moment, gleich nochmal hier zeigen, was noch aussteht. Das haben wir uns alles angesehen. Also wirklich alles. Und das bedeutet, wir werden uns diese coolen Story-DLCs gönnen. Dann die Amiibo-Dungeons und dann Tabes. So sieht das Ganze aus. Oh Mann, ey, da freue ich mich drauf. Das wird super. Insofern, Leute, natürlich wieder vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Fire Emblem Echoes. Thank you.